Gott, ich hab gestern Abend ein schönes Scheiferl gegessen. Mein Magen war so voll, das kannst du mir glauben. Ich hab aber noch einen Kartoffelsalat und eine Cola getrunken. Hä, was sagst du da? Ich verstehe dich nicht. Wiederhol mal bitte. Ich hab gestern Abend ein schönes Scheiferl gegessen. Mein Magen... Halt! Hä? Was redest du denn da? Tja, ich hab halt den fränkischen Dialekt. Ja, aber was du da redest, versteht man gar nicht. Wie wichtig ist für dich der fränkische Dialekt? Ja, das ist halt mein Heimatspruch, das gehört zu mir und ist mir auch wichtig. Okay, jetzt würde mich interessieren, was andere Fürther dazu sagen. Wie wichtig finden Sie den fränkischen Dialekt und warum? Also finde ich schon wichtig, weil ich einfach generell schön finde, wenn verschiedene Sprachfärbungen, wenn man einfach ein bisschen hört, woher jemand kommt, finde ich schon schön. Natürlich, ja, weil das die Sprache ist, in der man aufgewachsen ist, ganz einfach. Weil ich da geboren bin und immer schon fränkisch spreche. Für mich wenig, weil ich bin Ausländerin und schon wenn ich das ein bisschen Deutsch kann, ist schon gut. Ja, ich finde es wichtig, weil sonst vergisst man ja das alles im Laufe der Zeit. Sprechen sowieso nicht mehr viele fränkischen Dialekt, ne? Sollte auch schon erhalten bleiben, oder? Ach, mir gefällt's, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen wir mal halb, 50-50, der hört sich fürchterlich an, das ist der bayerische Dialekt. Wesentlich schöner. Aber man sollte ihn nicht ganz vergessen, sagen wir es lieber mal so. Das, anders kann ich fast gar nicht. Ja, also gehört dazu zu unserer Region und sollte auch weiterhin bleiben. Was sind denn für dich typische fränkische Wörter? Zum Beispiel ja Frale, Stopfer, a Weckler oder a Lebkung. Und was ist das? Ja, Freile heißt ja klar. Stopfer ist ein Kartoffelbrei und der Weckler ist ein Brötchen. Und ein Lebkuchen, das kennt doch wohl jeder. Können uns die Fürther noch mehr typische Wörter sagen? Allmächt. Auf Hochdeutsch, da wird's schwierig. Allmächt. Du meine Güte, vielleicht. Aber ein bisschen, ein wenig. Oh, diese typischen Trietscheiferli und was es halt so gibt, wo keiner weiß, wie es heißt. Oder Ozu ins Butlersbar und solche Sachen, ne? Da tut man die Füße abtreten und das andere ist ein abgezäuntes Hühnerbein. Marmeladenarmele. Marmeladeneimerchen oder Marmeladenglas. Allmächt, das ist irgendwas, ja, was Unerwartetes ist. Sprecht ihr daheim eigentlich viel Fränkisch? Wir reden immer Fränkisch. Okay, und die Fürther? Immer. Ja, nur Fränkisch. Nur Fränkisch? Wenn man geboren ist, dann spricht man Fränkisch. Also da ich nicht aus Franken komme, wenig. So ein bisschen was, ein paar Wörter sind mal da, aber kaum, ehrlich gesagt. Wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir reden Fränkisch. Gar nichts. Nur Fränkisch. Nicht mehr, nicht weniger wie jetzt. Nachdem ich Single bin, spreche ich nicht so sehr oft mit mir selber. Komm, dann lass uns doch jemanden einladen, der sich mit Dialekt besser auskennt. Ach, da holen wir uns den Veit Bronnmeier, der ein berühmter fränkischer Krimi-Autor ist, der in Fürth lebt und im Bildungsbüro arbeitet. Mal sehen, was er uns zu erzählen hat. Ja, mein Name ist Veit Bronnmeier. Ich arbeite bei der Stadt Fürth im Projektbüro für Schule und Bildung. Bin schon über 40 Jahre alt und im Nebenberuf auch noch Krimi-Autor. Sie sind ja Schriftsteller und beruflich auch im Schulbereich tätig. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Sprache für das Gefühl von Heimat oder anders gesagt die Sprache heimatstiftend? Extrem wichtig, würde ich sagen. Also die Sprache ist ein ganz zentrales Instrument der Identitätsbildung. Und wichtig ist natürlich auch, wenn wir gerade von Migration reden, dann ist es ja auch immer bei Zuwanderern so, die eine andere Muttersprache haben und dann Deutsch, dass man dann genau schauen kann, in welcher Sprache träumt man oder in welcher Sprache zählt man. Sind auch Dialekte identitätsstiftend? Ja, extrem. Also die Dialekte sind extrem wichtig, vor allem, denke ich, in Deutschland, weil ja die Vielfalt in Deutschland auch sehr groß ist. Das ist geschichtlich bedingt. Deutschland war ja lange kein einheitlicher Staat und deswegen gibt es bei uns sehr, sehr viele Dialekte und sehr, sehr viele verschiedene Dialekte. Es wird ja gesagt, dass die Kenntnisse von Fremdsprachen ein Vorteil im Erwerbsleben ist. Trifft es auch bei Fränkisch zu? Eher im Gegenteil. Also das ist ja im Dialekt wiederum, was genau andersrum ist, ne? Deswegen ja auch viele Eltern früher probiert haben, ich glaube, heute ist es nicht, sieht man es nicht mehr ganz so, den Kindern den Dialekt auszutreiben oder auch in der Schule, weil sie eben gesagt haben, ja, das wirkt eben gerade im Erwerbsleben, kommt es nicht gut an. Dem muss ich widersprechen. Ich finde, Dialekt ist wichtig und gut. Allmächt, na dann tschüss. Halt, stopp, das heißt bei uns Ade. Ade, wasche.